Die Spargelernte läuft auch in Haltern am See auf Hochtouren. Auf dem Hof Sebbel geben sich jetzt die Kunden die Klinke in die Hand. An Erntehelfern fehlt es hier nicht, freut sich Hofinhaber Philipp Sebbel. Für 10 Hektar Spargel im Ertrag. Die werden jeden Tag durchgeerntet und mit den Leuten, die wir da haben, klappt das. Da haben wir viel, viel Glück gehabt. Ja, wir haben ja einen gemischten Sonderkulturbetrieb. Also wir bauen nicht nur Spargel an. Wir haben jede Menge Arbeit auch im Winter und im zeitigen Frühjahr. Da waren noch Leute hier und da haben wir viel Glück gehabt, dass wir doch noch genug Spargelstecher gekriegt haben. Spargel ist nicht unsere absolute Hauptkultur. Da brauchen wir nicht ganz so viele Leute. Das hat gepasst. Spargelstechen will gelernt sein. Täglich wird auf rund 10 Hektar Fläche Spargel geerntet. Dabei kommen Spargelerntemaschinen, sogenannte Spargelspinnen, zum Einsatz. Sie sollen die Spargelernte erleichtern. Jetzt haben wir gut 10 Spargelstecher da. Vorarbeiter kommt noch, Treckerfahrer, also was. Die kommen aus Rumänien, einige davon aus Siebenbürgen, sprechen Ungarisch, halten sich auch selbst für Ungarn, aber haben rumänischen Pass, ja. Das sind so spezielle Messer mit so einem Schwalbenschwanz, abgewinkelt. Und dann sticht man den schön gerade ab, ohne das großartige Risiko einzugehen, dass man die Stange daneben, die noch nicht ganz so hoch ist, mit kaputt sticht. Auf dem Hof wird der Spargel gewaschen und geschält. Das geschieht mit einer Spargelschälmaschine. Noch im letzten Jahr konnten Kunden den Spargel zu verschiedenen Gerichten im hofeigenen Restaurant verkosten. Durch die Corona-Krise ist dieser Umsatz völlig eingebrochen. Lediglich der Außerhausverkauf funktioniert.